Hallo meine lieben E-Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum weiteren Video von WMA hier bei YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr habt es in der Videobeschreibung und im Thumbnail natürlich schon gesehen. Ich sitze hier neben dem neuen Segway Ninebot ZT3 Pro. Jetzt wird der ein oder andere sagen, den gibt es in Deutschland doch noch gar nicht. Und ihr seht es am Helm, ich bin nicht in Deutschland gerade unterwegs. Und es ist so, ich habe mir in dem Fall die europäische Version, also den ZT3 Pro E gekauft. Ich konnte es nicht abwarten. Ich wurde von vielen von euch schon gefragt, ob es da schon so News gibt. Und im Endeffekt, der Scooter wird ja zur deutschen Version ähnlich sein, mit einem Unterschied hinsichtlich der Geschwindigkeit und vielleicht eben auch Features, zum Beispiel, ob das Licht an oder aus ist. Das weiß ich nicht, ob es bei der E-Version ist. Das finden wir zusammen raus. Der ZT3 Pro ist in dem Fall die neue Version von Segway. Vielleicht kein direkter Nachfolger vom G2, aber in meinen Augen vielleicht sogar die geilere Version. Das Ganze geht ja ein kleines bisschen mehr in Richtung Offroad. Wir haben jetzt hier nicht mehr 10 Zoll Felgen, sondern in dem Fall sogar 11 Zoll Felgen mit einem in Anführungszeichen Offroad-Profil. Ganze natürlich schlauchlos und in dem Fall eben auch unkaputtbar. Also wenn man einen Nagel mal reinfährt, soll da nichts passieren. Und was mir bei dem eben sehr gut gefällt, wir haben eben einen ordentlichen Stoßdämpfer vorne und hinten. Wir haben vorne nicht wie beim G2 keinen hydraulischen, sondern in dem Fall eben klassischen Stoßdämpfer per Federn vorne und hinten. Und ich glaube, was ein geiler Faktor ist, wir haben eben Scheibenbremse vorne und hinten. Beim G2 war ja vorne Trommel, hinten nur Rekuperation. Ich glaube, da kann man hier deutlich mehr rausholen. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, auch der Rahmen sieht ordentlicher aus mit mehr Bodenfreiheit. Ist, glaube ich, ein anderes Konzept und deswegen war ich sehr, sehr neugierig und wollte das Ganze natürlich holen und mit euch eben auch anschauen, was sich getan hat. Die Werte sprechen wieder für sich. Segway liefert einfach nach und nach eben geile Qualität. 70 Kilometer Reichweite ist angegeben. Ich denke, das wird eine Zahl sein, die wird man eben abhängig vom Gewicht und eben auch den Beschaffenheiten erreichen können. Ich gehe mal realistisch davon aus, dass es sich irgendwo bewegt zwischen 30 bis 60 Kilometer je nach Fahrer. Was jetzt hier die geilen Specs sind, 25% Steigung soll er machen. Werden wir natürlich auch zusammen ausprobieren. Und die Werte, die der Motor abliefert, sind sehr, sehr spannend. Also wir sprechen hier von einer normalen Leistung von 650 Watt und von einer Peakleistung von bis zu 1600 Watt. Und jetzt ist es so, der G2 war ja, glaube ich, angegeben mit einer Peakleistung von bis zu 1000 Watt. Und wir haben ja schon rausgefunden, wir konnten bis über 1800 Watt rausholen. Heißt, ich bin gespannt, was wir hier eben auch noch rausholen können. Ich glaube, da ist noch gut Luft drin. Und ich bin gespannt, was wir an dem Scooter umbauen können. Kann man ihn tunen? Wir werden es zusammen rausfinden. Ich habe für diesen Scooter hier 699 Euro gezahlt. Also vom Preis her muss ich sagen, kostet genau das gleiche wie oder sogar weniger als der G2 in Deutschland. Jetzt muss man natürlich sagen, dass er in Deutschland teurer sein wird. Ich denke mal, irgendwo 200 Euro plus minus mehr wird es kosten. Aber selbst dann, glaube ich, immer noch ein fairer Preis. Ob das Ganze das Geld wert ist, gucken wir uns jetzt an. Wie ihr es bei mir eben auch kennt in den Unboxings. Wir machen das Ganze erstmal zusammen auf, schauen, was ist in der Verpackung drin. Wir werden das Ganze dann eben auch zusammen aufbauen, einrichten und eben auch das erste Mal zusammen anmachen. Und uns dann natürlich Schritt für Schritt angucken, was ist verbaut. Wie sieht das Ganze aus? Was sind die Neuerungen? Was gefällt uns gut? Was vielleicht nicht? An der Stelle würde ich mich schon mal freuen, wenn ihr mir von eurer Seite einfach mal eure Gedanken zum ZT3 Pro in die Kommentare packt. Habt ihr auf den Scooter gewartet? Was ist eure Meinung? Bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Und an der Stelle würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir immer einen Daumen nach oben da lasst. Packt mir ein Abo mit rein. Ich möchte gerne, dass der Kanal so weiter wächst, wie er bis jetzt läuft. Wir sind kurz vor 7000 Abonnenten. Oder haben sie vielleicht jetzt sogar schon geknackt? An der Stelle schon mal ein großes Dankeschön an euch alle. Und an der Stelle würde ich sagen, wir legen auch direkt los mit dem Video. Los geht's. So, also jetzt seht ihr das Ganze hier natürlich noch mal ein kleines bisschen näher. Hier haben wir nochmal die 70 Kilometer Reichweite, die angegeben ist. Darunter die 25% Steigung, die er schaffen soll. Die maximale Peakleistung von 1600 Watt. Die Federung vorne und hinten. Ihr könnt es auf den Bildern schon sehen. Scheibenbremse vorne, Scheibenbremse hinten. Und letzten Endes hier eben auch nochmal ein paar Infos zum Motor. Und letzten Endes jetzt hier eben auch die Offroad-Reifen auf nicht mehr 10 Zoll, sondern 11 Zoll. Dann machen wir direkt mal weiter und ich werde den Karton mal mit euch zusammen aufmachen. Fangen wir einmal an. Haben wir hier einmal das Ladegerät, Schrägstrich Netzteil. Können wir mal aufmachen. Wir mal schauen, was drin ist. Das Ganze kommt jetzt eben hier klassisch mit dem EU-Stecker und dann eben auch hier der Version für wahrscheinlich England. Dementsprechend, wir werden ja nur das gute Stück brauchen.
Mal hier einmal das Netzteil. Der Akku selber soll sich ja, glaube ich, bewegen, weil ich glaube nur 12.000 Amperestunden. Ich habe noch keine genauen Zahlen dazu gefunden. Wenn ich das Ganze finde, blende ich euch das Ganze jetzt eben auch hier im Video nochmal ein. Was ja eben zu den 15.600 vom Segway G2 oder eben auch vom G30 ein kleines bisschen weniger ist. Inwiefern das Ganze jetzt eben über das BMS eben auch effizienter gemacht wurde, müssen wir natürlich zusammen rausfinden. Schreckt mich jetzt aber erstmal nicht ab. Wir können einmal gucken, mit was das Ladegerät eben angegeben ist. Das Ganze ist angegeben mit 53,9 Volt und letzten Endes 3,9 Amperestunden. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe es am Anfang noch gar nicht gesagt, wir haben jetzt hier nicht mehr 36 Volt, sondern eben 48 Volt, was natürlich eben auch nochmal deutlich mehr Leistung oder beziehungsweise eben Power geben wird. Wir machen jetzt mal weiter, packen jetzt hier einmal das Ladegerät zur Seite und schauen mal, was hier noch so für uns bereit ist. Das anscheinend nur zur Transportsicherung. Und dann können wir jetzt eben auch das Styropor eben schon rausnehmen und einmal zur Seite packen. Wie wir es kennen, das Ganze ist gut verpackt. Warum das Ganze nach wie vor eben noch in Plastik eingewickelt ist, ich weiß es nicht. Also ich glaube, da könnte man sich mittlerweile eben auch mal was Besseres überlegen. Einfach mal so ein klein bisschen den Ansatz von Elektromobilität und Umweltverträglichkeit eben auch ins Spiel bringt. Dann glaube ich, könnte man hier, fühlt sich an wie Plastik, ist wahrscheinlich auch Plastik, vielleicht auch mal darüber nachdenken, was anderes zu nehmen. Kommt uns jetzt hier einmal, wie wir es kennen, Betriebsanleitung entgegen. Eben auch letzten Endes mit dem passenden Imbus, um die Lenkerschrauben eben auch festzumachen und dazu eben auch die benötigten Fahrzeugpapiere. Jetzt ist es ja so, dass im EU-Ausland, zumindest hier, wo ich bin, muss das Ganze eben nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden, was ich ganz geil finde. Macht es natürlich deutlich einfacher im Handling. Einzige Regularien hier sind eben, dass man einen Helm tragen muss. Und da, abgesehen davon, dass der Scooter nicht nur 20, sondern eben 25 fahren darf, schon der ein oder andere Vorteil jetzt eben auch zum deutschen Markt. Aber ich denke, vom Scooter selber wird das sehr, sehr identisch sein. Und ich glaube, von daher schon mal ganz geil zu sehen, ist das eben ein Scooter, der für euch interessant sein kann und wo ihr eben auch direkt zuschlagt, wenn er in Deutschland rauskommt. Auch das legen wir einmal zur Seite, brauchen wir gleich. Und dann können wir hier eben auch schon einmal den Lenker rausholen. Wenn ihr das sehen könnt, allein der Lenker sieht schon sehr, sehr geil aus. Wir haben hier wie gewohnt eben auch die Blinker. Wenn wir später nochmal drauf eingehen, jetzt hier eben auch die neue Schalteinheit. Wieder eine manuelle Klingel, keine elektronische mehr. Und das Beste, zwei Bremshebel. Ich habe es so vermisst. Dann hier ein deutlich größeres Display, das glaube ich auch eben ganz schön animiert ist. Hier der Haken zum Transport. Einmal ganz normal Daumengas und eben auch Drehgas. Super geil umgesetzt. Schauen wir uns gleich an, wenn ich das Ganze zusammengebaut habe. Dann klappen wir den Lenker einmal ein kleines bisschen nach oben. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt mit der Kamera eben auch noch gut sehen. Dann können wir hier eben auch zumindest den Lenker schon mal aufstecken. Da, das kennt ihr ja bereits, Kabel guckt raus. Das Ganze muss man jetzt hier eben ein kleines bisschen eben auch in den Lenker reindrücken. Guckt da, dass er nicht zu sehr stopft. Und dann können wir das Ganze eben auch schon aufsetzen. Und einmal zum Rausheben nach oben klappen. Sieht jetzt, muss ich sagen, ich meine, ich sehe jetzt gerade schon ein kleines bisschen mehr als ihr, sehr, sehr massiv aus. Ich kippe mal den Karton ein kleines bisschen zu euch, dass ihr eben auch seht, wie das innen drin aussieht. Also, ich freue mich riesig, das Ganze jetzt auszupacken. Nehmen wir hier mal das nächste Stück Styropor raus, packen es auch zur Seite. So, dann heben wir das gute Stück mal aus der Verpackung raus. Ich glaube, ihr könnt sehen, ich freue mich riesig. Ich finde es total geil. Ich liebe diese Unboxings und gerade, wenn ich auf einen Roller eben auch gewartet habe, wie diesen. An der Stelle nochmal ein fettes Merci. Ich freue mich riesig, dass eben auch dadurch, dass ihr diese Videos schaut, ich eben auch weiterhin den Spaß daran habe, dieses Scooter mit euch zusammen auszupacken und das Ganze anzuschauen. Und von daher, schön, dass ihr dabei seid. Und ich hebe das Ganze jetzt einmal raus. Wird wahrscheinlich ein ganz schöner Brummer sein. Schauen wir einmal hier den Faltmechanismus einhaken. Das Styropor hier kriegen wir jetzt auch schon raus. Einmal zur Seite und dann heben wir das gute Stück mal raus. Ich glaube, müsste irgendwo bei 30 Kilo liegen. Ja, und da haben wir jetzt schon das gute Stück. Ich würde jetzt sagen, wir befreien ihn nochmal eben von den restlichen Schutzfolien. Sehr, sehr geil sieht das aus. Also auch eben mit den, hier mit den verschiedenen Etiketten haben sie wirklich gut gemacht.
Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ich filme euch das mal ab. So wie ich verstanden habe, muss man eben, um den Scooter das erste Mal einzuschalten, muss man ihn erstmal anstecken, um ihn zu aktivieren. Und dann kann man eben auch schon zusammen einschalten und werden eben auch mit der App das Ganze aktivieren. Schauen uns mal an, ob er ein Update vorschlägt, was wir machen müssen und gehen das Schritt für Schritt durch, so wie ihr es auch kennt. Ja, wie ich es eben schon gesagt habe, also Folie lassen wir erstmal noch drauf, den magischen Moment heben wir uns für später auf. Aber jetzt hier habt ihr quasi an dem Schaltereinheit, habt ihr quasi natürlich einmal die Blinker-Modes und dann hier eben auch die Möglichkeit, das Ganze einzuschalten. Und ihr seht, wenn ich da jetzt lange drauf drücke oder auch doppelklicke, es passiert noch nichts. Heißt, wir stecken den Scooter jetzt erstmal an. Und werden ihn dann damit wahrscheinlich über den Akku in Anführungszeichen aktivieren und können dann eben das Ganze eben erstmal in Ruhe anschauen, was wie aussieht und dann letzten Endes eben auch das Ganze zusammen einrichten. Jetzt erstmal anfangen, dass wir hier diese schöne Abdeckung einmal wegmachen. Also, wenn ihr das seht, also schönes breites Trittbrett, nochmal deutlich breiter als beim G2. Und dann haben wir hier eben den Ladeport. Können wir das Ganze einmal hochklappen und was vielleicht auch auffällt, der Anschluss vom Ladegerät ist jetzt in dem Fall eben auch ein anderer bzw. eben ein neuer. Und den werden wir jetzt eben erstmal einmal zusammen reinstecken. Der Scooter soll wieder eben nach IPX5 wasserdicht sein, das heißt spritzwassergeschützt. Und von daher seid ihr da jetzt eben im strömenden Regen kann ich immer empfehlen, nie zu fahren, aber eben wenn es mal ein bisschen nass ist, da passiert auf jeden Fall nichts. Dafür ist der Scooter hier eben auch ausgelegt. Jetzt habe ich ihn angesteckt, das hat noch nichts gepiepst. Können jetzt mal schauen, wenn wir oben drauf drücken, ob der eben entsprechend, so wie wir es uns vorstellen, auch angeht. Also, nachdem ich ihn eben angesteckt habe, hat er sich natürlich auch direkt aktiviert und das Display ist schon angegangen. Und ich konnte den Moment nicht einfangen, weil natürlich die Kamera noch nach unten gerichtet war, aber ich möchte diesen Moment noch mit euch teilen, weil es sieht wirklich geil aus. Also von daher, wir machen jetzt einmal kurz an, dann seht ihr das Display, danach schrauben wir erstmal die Schrauben rein, machen ihn soweit fertig, kontrollieren mal einen Reifendruck. Und dann gehen wir da ein bisschen weiter ins Detail, aber einmal kurz draufdrücken und jetzt schaut euch mal an, wie geil sieht das bitte aus. Dann seht ihr hier, das ist ein Eco-Modus und vielleicht der ein oder andere kann es schon sehen, ich bin sehr, sehr happy über das Feature. Hier unten, ihr seht, das X leuchtet. Gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Wir müssen jetzt hier die 4 Imbusschrauben setzen, 2 auf dieser Seite und 2 auf dieser Seite. Das Ganze ist original angegeben, dass man es mit dem Drehmomentschlüssel anzieht. Ich werde das Ganze jetzt handfest ziehen. Bevor ihr die Schrauben auf der einen oder auf der anderen Seite festzieht, dreht erstmal alle rein, dass sich der Lenker eben ausrichten kann und dann am Ende eben auch in den Löchern zentriert ist. Dann schauen wir uns das mal sehr detailliert an. Also, vielleicht mal anfangen. Hier Blinker kennen wir ja alle schon vom G2. Dann hier einmal Daumengas. Oder eben aber auch Drehgas. Geil gelöst, cool, dass sie es gemacht haben. Dann hier Bremse links, Bremse rechts, Bremse links. Was mir jetzt hier auffällt, die sind noch nicht eingestellt. Wird auch hier auf dem kleinen Zettelchen gezeigt, dass man das machen soll. Finde, das hätte man schon vorher einstellen können. Können wir aber auch gerne noch zusammen machen. Das Ganze wird dann eben hier über die Drehrädchen eben auch eingestellt, beziehungsweise dann eben auch über das Bremsseil unten am Bremssattel. Dann sehen wir hier einmal das neue Display. Gefällt mir richtig gut eben auch von der Aufmachung. Ob es so groß sein muss, weiß ich nicht. Aber macht auf jeden Fall was her, sieht schick aus. Dann sieht man eben auch hier, dass der Lenker eben nach vorne steht. Gehen wir auch gleich mal unten drauf an, weil natürlich eben auch die Gabelposition zum Rad sehr interessant ist. Dann haben wir jetzt hier eben die neue Schalteinheit. Einmal eben für die Blinker an- und ausschalten und eben auch Licht an und aus. Hier können wir dann zwischen den Modis wechseln. Denke mal zwischen Sport, Drive oder eben auch Eco. Was der Schalter macht, weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, das ist aber ein Schalter, den man sich individuell belegen kann für eine Funktion. Und dann haben wir hier unten drunter eben wieder die manuelle Klingel. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mich extrem gestört an der Klingel vom G2. War dann aber am Ende eigentlich echt happy damit, weil während dem Fahren sie wirklich schön laut war und eben auch sehr eindringlich. Wird einen Grund haben, warum sie das gemacht haben, aber also sowohl mit der mechanischen wie aber eben auch mit der Auto, mit der elektrischen war ich durchaus happy. Dann sehen wir hier einmal den Haken. Das ist nicht der Gepäckhaken, sondern das ist in dem Fall der Haken, um den Scooter zusammenzuklappen und eben zu transportieren. Machen wir jetzt im Nachgang eben auch mal. Schauen uns aber jetzt hier erstmal weiter eben das Ganze an. Dann haben wir jetzt hier in dem Fall den Scheinwerfer. Der sieht sehr danach aus, nach G2 oder eben auch G30.
Dann haben wir hier die Reflektoren. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera jetzt so gut rüberkommt. Das ist schon wirklich ein massives Lenkrohr. Und da muss man wirklich dazu sagen, da merkt man, also die haben wirklich das Ganze dafür ausgelegt, dass es eben auch Offroad-tauglich ist. Dann haben wir hier eben auch nochmal die seitlichen Katzenaugen. Hier, und das gefällt mir bei Segway einfach. Klar, macht den Zubehörmarkt wieder ein kleines bisschen kleiner, aber jetzt haben sie eben auch einen neuen Gepäckhaken hingemacht. Ich finde ihn von der Höhe vielleicht ein bisschen suboptimal, wenn man sich das Ganze mal so anschaut, aber für eine normale Tasche oder eben auch eine Tüte kann man wahrscheinlich unten abstellen und dann sogar einhängen. Also gut gemacht. Jetzt haben wir hier den Verschluss. Das sieht auch wirklich massiv aus. Einmal hochziehen, nach vorne klappen und dann kann man das Ganze auch schon umlegen. Dann eben, wir sehen jetzt hier die Kabel jetzt hier eben auch in so einen Kabelkanal eingefügt. Die Idee finde ich gut. Der Kabelkanal sieht leider in meinen Augen ein kleines bisschen billig aus. Hätte man, finde ich, auch anders und ein bisschen hochwertiger machen können. Haben sie aber ganz gut umgesetzt. Und was mir eben auch auffällt, ist, die Kabel gehen hier unten rein, sind aber auch sehr nah am Rad. Also ich könnte mir vorstellen, wenn er einfedert, dass das da eben schon in die Nähe kommt. Aber ich gehe mal davon aus, die haben sich was dabei gedacht. Jetzt sehen wir hier eben die Gabelrohre, man muss aber dazu sagen, das ist nicht der Bereich, wo er eben federt, sondern in dem Fall hier unten wird gedämpft und gefedert. Sieht aber trotzdem wirklich sportlich aus. Dann kann man es hier auch mal runtergehen und dann sehen wir jetzt hier eben auch einmal eben den doch recht breiten 11 Zoll Reifen. Eben auch mit diesem Offroad-Profil. Das sind ja wieder Reifen, die quasi in diese Gummi-Gelee-Schicht haben. Das heißt, wenn man sich einen Nagel reinfährt, gehen sie trotzdem nicht platt. Reifendruck kontrollieren wir jetzt gleich. Kann ich auch jedem empfehlen, bevor ihr das erste Mal fahrt, kontrolliert auf jeden Fall den Reifendruck. Und dann sehen wir es hier auch schon. Scheibenbremse am Vorderrad. Endlich. Also da habe ich wirklich lange drauf gewartet und gefällt mir gut. Was ich schön gemacht finde, das ist mir, glaube ich, eine Geschmackssache jetzt hier, wie der rote Rahmen eben auch durchguckt, auch hier unten, wie das Ganze sich eben auch nach hinten durchzieht. Mit einem massiven Seitenständer, wie er vom Winkel her passt. Müssen wir mal ausprobieren, wenn er eben auch an der Schräge steht. Und dann hier vorne eben auch schon das Licht. Da wurde ja im Internet schon viel drüber gesprochen, weil viele gesagt haben, wird in Deutschland eben nicht beleuchtet sein, was ich mir gut vorstellen kann. Aber ich muss es euch zeigen und es sieht einfach nur geil aus. Ich schalte ihn einmal ein. Also, cooles Feature, ob man es jetzt am Ende braucht. Also ihr merkt, der piepst schon, weil wir noch nicht aktiviert haben. Ob man es jetzt am Ende braucht, denke ich, eine Spielerei, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Auch mit dem Schutzblech, was jetzt hier eben auch schön hochgesetzt ist, geht eben auch nochmal eben in diese Richtung Offroad-Look. Dann gehen wir jetzt hier einmal rum und gucken uns das Ganze hier nochmal an. Also hier Ladeport, das Ganze eben auch mit dieser Gummidichtung, das Ganze eben auch Spritzwasser geschützt ist. Und dann jetzt hier wirklich ein sehr schönes, breites Trittbrett. Ist gummiert, denke ich, wird er eben auch einen guten Grip geben und ist erstens schön lang. Und was mir bei Segway gefällt ist, man merkt halt, sie hören schon zu. War immer so ein Thema gewesen, was mich genervt hat, dass wenn man gefahren ist, dass man sich eben hinten den Fuß nie abstellen konnte. Und das haben sie jetzt hier eben auch mit diesem hinteren Kotflügel eben auch gemacht, dass man quasi den Fuß auch draufstellen kann, da jetzt nicht mehr so nur auf dem Kotflügel steht. Schön umgesetzt. Hier, gucken wir uns gleich mal an, wenn wir zusammenfalten. Da wird dann eben der Lenker eingehakt, kann man hochheben, das Ganze mittig. Machen wir jetzt einmal zusammen. Einmal entriegeln. Müssen wir das Ganze ein kleines bisschen runterdrücken. Dann ist das Ganze schon eingerastet. Meine erste Angst war gewesen, dass es hier irgendwo aufsetzt. Aber ihr seht, da ist noch genug Abstand, selbst wenn man drauf drückt. Es setzt nicht komplett auf und von daher kann man das Ganze schön hochheben. Ich kann es einmal versuchen hochzuheben, dass wir mal gucken, wie schwer er wirklich ist. Und ja, es ist definitiv ein Brummer. Gewicht blende ich euch nochmal rein, muss ich eben nochmal rausfinden. Und ansonsten, um das Ganze zu lösen, ist es so hier, Spange runterdrücken. Kann man das Ganze eben schon wieder anheben. Rastet in der ersten Position ein und dann eben wie gewohnt. Einmal festdrücken. Dann schauen wir uns mal hier das Hinterrad an, wo eben auch der neue Motor ist. 650 Watt, 1600 Peakleistung. Und ich bin mir sicher, da können wir noch mehr rauskitzeln. Jetzt seht ihr es hier unten eben auch. Da ist eben auch der hintere Stoßdämpfer drin, nicht wie beim G2-2. Dafür hier aber eben einer und eben auch angeordnet in einer anderen Position, quasi nicht nach seitlich nach hinten dämpfen, sondern quasi von oben nach unten. Also dadurch ein anderes Konzept und deswegen reicht eben auch einer. Dann hinten eben auch Scheibenbremse,
eben auch der 11 Zoll Reifen. Dann, was ein bisschen enttäuschend ist, ich dachte eigentlich, das hier ist ein Rücklicht. Ist es aber nicht, ist einfach nur ein rotes Plastikteil, was nicht beleuchtet ist. Wäre geil gewesen, wenn sie es noch beleuchtet hätten, aber gut, kann man sich nicht alles aussuchen. Und dann haben wir hier noch den hinteren Teil, eben auch mit dem Rücklicht. Das sieht wieder sehr stark nach G2 aus, hier eben auch mit der entsprechenden Kennzeichenhalterung. Und das ist erstmal das Gute, aber ich muss sagen, das hier ja, ist Plastik, das ist auch Plastik. Hier ist noch so ein, steht auch Extension Port, kann man wahrscheinlich noch Zubehör dran bauen. Man merkt es, rundum erstmal ein durchdachter Scooter. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal kurz noch den Reifendruck drauf, beziehungsweise kontrollieren den einmal. Und dann fangen wir eben auch direkt an, den Scooter einzurichten und machen das Ganze einmal direkt per App. Und dann kann ich auch hier die ganzen Zettelchen entfernen und das Ganze schon mal vorbereiten. Und dann können wir auch gleich noch die Bremse parallel einstellen. Und doch nochmal gut, dass man es kontrolliert hat. Ihr habt gesehen, vorne waren 2,8 drauf, hinten sind nur 1,65 drauf, was deutlich zu wenig ist. Also da einmal eben auch das Ganze auffüllen. Bremseeinstellung ist halt wirklich ein wichtiger Punkt und ihr seht es, wenn ihr jetzt hier zieht, ihr könnt sie gar nicht richtig durchziehen, es steht direkt an. Heißt hier einmal das erste Rädchen ein kleines bisschen lockern und dann eben das äußere Rädchen erstmal rausdrehen und dann immer ein bisschen testen. Wird schon besser, ihr seht es. Immer gucken, dass die Schraube nicht zu weit raus ist und dann anfängt zu wackeln und das ist schon ein kleines bisschen geht noch. Ja, das war schon fast zu weit. Ja, ich denke, so sind wir vom Druckpunkt erstmal okay. Ja. Machen wir die andere Seite auch gleich noch. Also falls es auch hier sind wir okay. Also das würde mich wirklich interessieren, warum Segway das nicht vorher schon einstellt. Also ich finde, das könnte man wirklich machen. Gerade für jemanden, der sich nicht damit auskennt, war das ja wirklich gefährlich, wenn nicht eingestellt. So, jetzt machen wir mal weiter und richten jetzt wirklich ein. Also blende euch jetzt wie gewohnt zu eurer Linken eben auch die Bildschirmaufnahme ein. Habe jetzt hier eben auch die App offen. Schalten jetzt hier einmal den Scooter ein. Und hey, ganz ehrlich, sieht einfach nur geil aus. Können wir hier mal gucken, Modus wechseln. Lässt er uns noch nicht machen. Gehen wir jetzt einmal in die App rein, klicken hier oben ein aus, dass wir ein Gerät hinzufügen, machen das Ganze eben über Bluetooth und dann zeigt er uns eben auch schon direkt den Segway an. Einmal auswählen, Verbindung wird aufgebaut, immer einmal bestätigen, das Ganze wurde gekoppelt. Firmware, ja, immer das Risiko. Wir richten ihn ja jetzt normal ein und deswegen werden wir jetzt in dem Fall eben auch das Firmware regulär aufspielen. Wir sehen hier einmal Motorcontroller, Fahrzeugsteuerung und eben auch Bluetooth. Das werden wir jetzt einmal eben machen, wir werden mal auf aktualisieren und lassen das einfach durchlaufen. Ging jetzt wirklich ruckzuck. Trend, einmal neu verbinden, dürfen uns wieder das Video angucken. Ja, könnt sogar überspringen. Congratulations, vielen Dank. So, siehe da. 42 Kilometer Reichweite haben wir noch. Bei 75% Akku können wir jetzt hier einmal noch kurz in der App schauen, was uns so angezeigt wird. Keine Ahnung, warum auch immer, jetzt eben gerade ging irgendeine Melodie los. Ich konnte es nur beenden, indem ich die App einmal zu und wieder aufmache. Jetzt suchen wir nochmal, ob es wiederkommt. Anzeigentafel. Also, kennen wir ja alle schon. Dann gehen wir hier erstmal auf Einstellung. Verriegelungsfunktion, Alarm, Ortung. Haben wir quasi über jetzt in dem Fall die AirTag, automatische Abschaltung, Traktionskontrolle, müsst ihr euch überlegen, ich lasse es aus, Parken am Hang, auch interessantes Feature. Geschwindigkeitsmodus, können wir auswählen, ja, können wir an- und ausschalten, okay. Passen Sie die Geschwindigkeit an. Ja, und jetzt seht ihr das hier, wir haben eben auch die Möglichkeit der Boost-Funktion. Oh, jetzt ist aktiviert, müssen wir mal ausprobieren, wie sich das Ganze verhält. Ich dachte auch, dass es hier im Display angezeigt wird, aber vielleicht ist es auch nur bei den US-Modellen so. Naja, und jetzt hier haben wir die Möglichkeit, eben die Geschwindigkeit einzustellen. Startgeschwindigkeit können wir auch können wir nicht ganz runtersetzen, aber eben auf 5 hoch. Und jetzt haben wir hier die benutzerdefinierte Tastensperre, also einmal das hier. Da können wir Laufmodus
automatische Berganfahrhilfe oder Warnblinker. Da machen wir einfach den Warnblinker mal drauf. Wenn wir jetzt draufdrücken, der Warnblinker an. Ansonsten haben wir hier ganz normal Blinker rechts, Blinker links. Nochmal draufdrücken, geht das Ganze aus. Hier rüber Licht ein, Licht aus. Tagfahrlicht ist immer an und darüber Modus wechseln. Fußgängermodus, und da geht das Licht anscheinend immer an. Lichteffekt. Atmendes Rücklicht während dem Laden. Finde ich super nervig. Schalte ich immer aus. Fahrtrichtungsanzeiger Ton. Mag ich auch nicht. App-Funktion Ton kann man lassen. Geplantes Laden auch sinnvoll. Ladelimit lassen wir jetzt auch mal auf 100, weil ich natürlich einmal vollladen will. Genau. Automatische Starten durchschieben kann man machen. Ja, Schlafmodus, Fahrzeug entkoppeln. Ja, ich denke, wenn wir mal gucken, ob hier unten noch irgendwas anderes kommt. Ne, kommen wir wieder in die gleichen Einstellungen. Ja, wir können jetzt gerne einmal kurz das Hinterrad andrehen. Gehen hier einmal auf S und schauen mal, was er bringt. Also Hinterrad kann man anscheinend nicht im Stand andrehen. Ich habe es gerade einmal probiert, mich draufgestellt, bin losgefahren. Ich kann euch sagen, geht jetzt schon ganz gut nach vorne. Das werden wir dann zusammen rausfinden im Fahrvideo. Würde mich freuen, wenn ihr mir jetzt schon mal eure Kommentare unten reinpackt. Was sagt ihr zu dem Scooter? Was ist eure Meinung? Von meiner Seite zusammenfassend, ich bin noch nicht gefahren, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr, sehr geil. Und ich freue mich riesig eben auch aufs Fahren. Packt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Was wollt ihr gerne wissen? Was wollt ihr gerne zu diesem Scooter eben auch noch sehen? Interessiert mich sehr. Packt mir bitte einen Daumen nach oben mit rein, lasst mir ein Abo da, aktiviert auch gerne die Glocke und folgt mir eben auch auf Instagram. An der Stelle kann ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, freue mich schon jetzt auf das nächste Video mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.